ihr Lieben, sagt Jenny, welcome to Berlin. Sagt es laut. Herzlich willkommen zu meinem Vlog. Ich fange jetzt an von Berlin aus mit einer ganz tollen Nachricht, nämlich, dass ich ein richtig schönes Zimmer habe. Ich habe gerade schon mal so reingesneakt. Das Zimmer ist einfach nice. Beginnen wir einmal mit der Stube. Ich zeige euch mal ganz kurz hier, was hier abgeht. Also hier, ey, wieso habe ich hier keine Meetings und wieso habe ich hier kein Shooting, Alter? Hier kann man richtig schön shooten. Guck mal hier mit Wand und so Fenster und so. Und Küche, ich kann jetzt chillen, ich kann kochen. Amadeen, ich kann kochen. So, ich kann hier wohnen, ey. Das ist ja eine Wohnung vom Ding her. So, die Toilette. So richtig schön allein und einsam. Und was auch toll sind, sind die hohen Decken, ne? Und guck mal jetzt bitte hier so. Baby. Und ich finde es so geil, weil es ist simpel aufgemacht. Simpel, aber geil. Genau mein Ding. Simpel, aber geil. Guck mal bitte. Ist das nicht fett? Und dann geht's zur Treppe. Das ist die Treppe des Glücks. Einige steigen die Treppe auf und andere steigen die Treppe ab. Aber sorge immer dafür, dass du die Treppe aufsteigst. Ey, und hier kannst du ein Bad nehmen. Das ist ja mal irre, ey. Dusche und Bad. Weißt du, was ich meine? Es geht denn hier ab, ey. Und dann kann man quasi, wenn man geduscht hat, rausgucken. Auch geil für einen Partner, ne? Also so Ehe und so. Kennst du? Flitterwochen in Berlin. Puschen. Ja, okay, Leute, ich muss mich jetzt echt ranhalten, weil ich bin so zu spät. So zu spät war ich lang nicht mehr. Und später treffe ich mich mit allen. Ich muss mal kurz... Ey, der Ausblick ist auch nice. Also das ist echt... Das gefällt mir. Finde ich voll gut. Nice. Schön. Naja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich flickimicki geschminkt bin. Bis gleich. Bam! Ich habe alles pünktlich geschafft. Ich bin jetzt auf dem Weg nach unten und treffe mich mit den anderen schönen Mädels. Und dann geht's los auf zur Show. Wissen, das ist mein Outfit. Es ist so gut, dass ich nicht zu spät bin, Leute. Weil wenn ich jetzt zu spät bin, würde ich heulen. Ich sag's euch, ich würde heulen. Ich würde so heulen, weil ich habe mir so fest vorgenommen, obwohl ich unter Zeitdruck war, nicht zu spät zu sein. Und ich bin einfach so heilfroh, dass ich nicht zu spät bin. Und das Ding ist auch mit dem Outfit, das war auch so eine richtig schwere Entscheidung. Was ziehe ich heute an? Was will ich repräsentieren? Wer will ich sein? Das ist der Beginn einer ganz dramatischen Story. Auf geht's. So, ihr Süßen, das ist der Beginn einer ganz dramatischen Story. Wir haben jetzt unsere Sitzplätze und chillen unser Leben. Oh yeah. Du musst auch Hallo sagen. So, und jetzt gucken wir uns die Show an und wir sind ganz gespannt drauf und erfreuen uns einer richtig tollen also, Gemeinschaft, ne? Yes. Yes. Berlin, 2017. Das hier ist der kleine Partner der Levi Cosmopolitan. Ich glaube, meine neue Kollektion ist einfach wieder ein großer Schritt in die Zukunft. Und zwar eine Zukunft, die nicht durch Schnelligkeit existiert, sondern einfach durch Beständigkeit. Durchlebt haben, Mädels. Das schmeckt richtig heftig. Fotos bearbeiten? Unser Fotobearbeitungsdrama ist auf jeden Fall anders, Leute. Also das Ding ist, ihr wollt es nicht wissen. Anyways, wir sind in Berlin auf der Fashion Week in trauter Dreisamkeit und Viersamkeit und 100-fach-Seitkeit. Ich habe einen richtig leckeren Cocktail, einen richtig, richtig leckeren Cocktail getrunken. Und dieser Cocktail hieß Princess. Wie eine Prinzessin. Wollt ihr einmal unser Dessert vorstellen? Gebackene Früchte mit Vanilleeis, Macarons. Weiß ich nicht, was das ist, aber sieht lecker aus. Nebenbei.
probieren. Hier ist noch Lilo, Sticky Rice mit Mango. Tara, was ist das Dramatischste an diesem Tag? Das ist der Beginn einer ganz dramatischen Story. Dass du gleich wieder weg bist. Oh, voll süß. Voll vermissen werde. Oh, voll süß. Und ich vermisse richtig ihre Berührung, no homo. Ja, ich fasse sie immer an. Ich muss sie immer anfassen. No homo. Wenn sie spricht, habe ich immer Gänse. Oh, voll die Liebeserklärung. Guten Morgen, Leute. Heute ist der nächste Tag. Ich bin einfach todmüde. Es war lang, ja, es war lang, aber es war auch sehr, sehr schön. Und jetzt gehe ich frühstücken. Ich habe echt Hunger. Ich muss echt was essen. Es war einfach schön, alle wiederzusehen. Die ganzen YouTube-Chicas. Die süßen Mäuse. Ja, das ist einfach immer ein Vergnügen und eine Freude, wenn wir diese Reisen machen. Diese kleinen Trips, diese YouTube-Trips. Dass wir uns alle wiedersehen. Das ist echt toll. Da freue ich mich immer eigentlich am meisten drauf. Das klingt so kitschig, aber es ist voll wahr. Ich habe voll Hunger. Ich glaube, ich esse jetzt erstmal Fettschokolade oder so. Bin gespannt. Mal sehen, was es so gibt. Gucken wir mal. Ich bin echt müde. Ich brauche einen Kaffee. Die wahrhaftige Drama-Story hat sich tatsächlich direkt danach zugetragen. Ich musste erstmal anfangen, mein ganzes Zimmer auseinanderzunehmen, weil ich mein Portemonnaie gesucht habe. Naja, schlussendlich hatte ich es zum Glück gefunden, aber ich musste meine Vlogging-Aktivität leider abbrechen. An dieser Stelle danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Es hat irgendwie Spaß gebracht, dieses Ding hier abzudrehen. Und wenn euch es euch gefallen hat, dann bitte ich natürlich auch um einen Daumen nach oben. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Bis demnächst. Bye, bye.